damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krimskrams Boutiquen. Was steht heute an? Ja, Elektro halb und halb, hätte ich gesagt. Also Synthipop, IBM und artverwandtes wild gemischt. Keine Alben, die hervorgehoben werden, keine Bands, die hervorgehoben werden, sondern ein durchweg gemischtes Programm. Wir fangen an mit der einzigen Neuverstellung für heute. Denn der Titel ist auch genau heute offiziell erschienen und auf allen Plattformen erhältlich. Conscience, das bin ja zufällig ich, mit I Could Fly im Radio Edit. Conscience mit I Could Fly, das ist im Übrigen die zweite Single vom kommenden Album Virtual Minds. Wir kommen zu Churches, die auch schon ein paar Alben am Start haben und von ihrem Album Every Open Eye, der Titel Leave a Trace. Time, just like you said you would. There are tiny cracks
Churches mit Leave a Trace. Wir kommen zu Trisomie 21 aus Frankreich und von ihrem letzten Album Elegance Never Dies, der Titel Tender Now. Wir kommen nun zu Clean mit Doppel-E, einem Seitenprojekt von Outjob und von ihrer Debüt-EP Designed Memories, hier der Titel Freeze Out. I got you.
Hauptjob mit Let's Drop Bombs. Wir kommen nun zu einer ganz anderen Band, und zwar aus Schweden, die ich auch schon öfter gespielt habe, und zwar zu Twice a Man, und von ihrem Album Icicles ein ruhigeres Stück, Where Are You Now? We'll be right back.
Twice a Man mit Where Are You Now? Der Sänger von Twice a Man, Dan Söderqvist, nimmt auch Soloalben auf. Und hier ist ein Stück von seinem Soloalbum Dark Flowers Awake, A Seagull's Dream. I am here.
Jonathan Söderqvist, A Seagull's Dream, von seinem Soloalbum Dark Flowers Awake. Seine Alben lassen sich im Übrigen über Bandcamp beziehen. Wir bleiben noch einen Moment im Norden und kommen zu Lars Falk, der in den frühen 80ern Mitglied der Band Twice a Man gewesen ist. Hier ein Titel von seinem selbstbetitelten Soloalbum See My Friend Fall. See my friend fall into the ground.
Lars Falk, See My Friend Fall. Und wir verlassen Schweden und wenden uns nach Belgien zu A Split Second. Und hier ist der Titel Mambo Witch von ihrem 88er Album From the Inside. Thank you.
Und wir bleiben nochmal einen Moment in Belgien und kommen zu einem der vielen Projekte, bei denen Jean-Luc Demeyer von Front242 seine Stimme einsetzte, nämlich zu Cybertech oder auch C-Tech genannt. Und eins ihrer ersten bekannten Stücke war Let Your Body Die hier im Original Mix. Still here.
expecting encore. Cybertech, let your body die. Wir kommen zu einem alten Hasen im Geschäft, der schon in den 70ern aktiv war, zu Gary Numan und seinem Titel Absolution vom Album Exile.
Gary Numan mit Absolution. Und die erste Stunde ist rum und ihr seid immer noch bei Krimskrams Boutique. Und wir werden wieder ein wenig schneller und, was heißt düsterer. So optimistisch war der Titel eben auch nicht. Aber wir kommen zu einem Projekt namens Hyperdex One Sect. Ein relativ kurzlebiges Projekt, bestehend aus X Marks The Pet Walks, Seven Knee Up und Jonathan Sharp. Und von ihrer einzigen CD, soweit ich weiß, Metachrome, der Titel Mind. Thank you.
Seven Knee Up von X Marks The Petwalk produzierte auch die nun folgende Band. Und zwar 1996 hatte er ein eigenes Studio sich aufgebaut und produzierte diverse Bands. Unter anderem die nun folgende Steril. Hier ist Deep. Steril mit Deep. Und hier sind noch einmal X Marks The Petwalk selbst von ihrem Album Drawback, der Titel Sweep Hand. Thank you.
Das nun folgende Projekt hatte ich bislang noch in keiner Sendung. Es geht um Chris Corner alias IMX. Und hier ist der Titel Oh Beautiful Town vom Album Volatile Times. Thank you.
IMX mit Oh Beautiful Town. Und wir werden wieder ein wenig schneller kommen zu Cochin und einem ihrer Hits von ihrem ersten Album Resist, nämlich dem Titel Catch. Mit Catch. Da wir ja heute sehr europäisch unterwegs sind, was könnte da besser passen als Laibach mit Eurovision? Thank you.
Captions. Europe is falling apart. 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 Leibach mit Eurovision. Wir gehen nach England und zwar zu Mesh und ihrem schon etwas in Jahre gekommenen, aber trotzdem noch modern klingenden Hit Crash, und zwar im Mesh Collision Mix. Fading, a state staring to the night. Every time.
time a little closer to the truth without the pain. Don't do anything to us today. Die nun folgende Band hatte ich, glaube ich, auch noch nicht in der Sendung. Wir springen rüber über den Teich nach Amerika und hier sind die Nine Inch Nails mit Heresy Blind.
Nine Inch Nails mit Heresy. Diese Version stammt im Übrigen von der EP Closer to God. Ebenfalls aus Nordamerika, genauer aus Kanada, kommen ursprünglich Psyche und da von denen möchte ich spielen den Titel Thunder Showers von der CD Unveiling the Secret. Wir bleiben noch einmal kurz in Amerika. Hierzulande etwas weniger bekannt ist die Synthie-Pop-Band The Echoing Green und von deren Album The Winter of Our Discontent
der vielleicht noch bekannteste Titel, The Story of Our Lives.
The Echoing Green mit The Story of Our Lives. Und unser vorletzter Titel für heute ist Trauma mit The City Sleeps. Trauma ist ein Seitenprojekt von Girls Under Glass und besteht bzw. bestand aus Hauke Harms und Volker Zacharias und hat es insgesamt auf 3 Alben gebracht. Hier also von ihrem ersten Album Fractal One, The City Sleeps. Thank you.
Trauma mit The City Sleeps. Damit sind wir auch am Ende der Sendung. Jetzt reicht es vielleicht noch für ein, zwei Minuten vom nun folgenden Stück, und zwar Recoil mit Drifting. Aber möglicherweise hören wir in der nächsten Sendung Krimskrams Boutiquen etwas mehr von Recoil. Damit verabschiede ich mich. Vielen Dank, dass du dabei warst, und hier halt noch ein paar Minuten Recoil mit Drifting. Let it slide.